Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. Ich muss jetzt gerade hier mal. So. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Und ja, ich habe vergessen, dass ich noch Thumbnails brauche. Duel. Okay, warte mal. Ich mache mal einmal ganz kurz ein Thumbnail. Ich muss einmal ganz kurz gucken, für welches das denn jetzt war. Denn, warte. Okay, zuletzt war 42, das heißt, wir brauchen einen 43er. Ein 43er und ein 44er fehlt uns dann noch. Wir machen erstmal Druide. Druide stellt sich mal bitte hier so hin. Am besten, warte. So. Einmal. An der Beleuchtung. Dieses, oh mein Gott, das ist echt seltsam. Jetzt seht ihr mal, wie ich meine Thumbnails mache. Videospiel. So. Eigentlich geht es sogar ganz schnell, die Thumbnails zu machen. Es ist halt nur eine Frage, ob man alles direkt findet, was man so braucht. Das hier brauche ich. Dann das hier. Das seht ihr aber auch selten, wie ich meine Thumbnails mache. Für gewöhnlich mache ich es auch anders bei anderen Spielen. Wie gesagt, eigentlich ist das ein viel größerer Aufwand sonst. Aber in Final Fantasy geht das Gott sei Dank relativ easy von der Hand. So. Das machen wir einmal größer. Und wir sind, wie gesagt, auch schon gleich fertig. Jetzt hier noch. Das dann so dahin. Aber die Transparenz. So, warte mal. Und kann ich noch einmal? Ah, nee, das geht dann nur, wenn. Lol. So. Okay, perfekt. Huch. Nein. So. Ja, das gefällt mir. So, perfekt. Einmal. Wie mein Foto. Ich glaube, wie er versucht hat, beim Foto zu crashen. Leute, aber warte mal. Hatte der dann jetzt. Ich dachte, die gibt es erst, wenn das neue Addon da ist. Diese Waffen. Oder ist das einfach nur ein Skin? Lol. Okay, dann haben wir zumindest ein Part schon. Dann muss ich gleich zwei noch weitermachen. So, wir haben als nächstes den Totenacker als Inni. Das heißt, wir müssen einfach mal in den tiefen Wald. Also geht in den tiefen Wald. So. Ich muss auch noch gucken, mit welcher Klasse wir halt reingehen. Als Marodeur möchte ich eigentlich nicht.
wenn ich mir das so überlege. Er wird halt gerne als Heiler, aber unser Heiler ist halt schon 19. Und das ist, glaube ich, eine 16er. Ja, eine 16er. Das heißt, ich würde da schon gerne mit jemandem, der halt auch 16 ist. Ich glaube, am ehesten halt wirklich mit dem Hermetiker. Wo ich halt den Totenacker auch gerne mit dem Druiden laufen würde. Wir gucken einfach mal, wie lang die Warteschlange ist. Ich hätte auch mit dem Weitläufer oder beim Weitläufer nichts dagegen. Das wäre jetzt alles kein Problem. Huch. Aber naja, mal gucken. Ach, wir sind doch gerade noch Druide, warte mal. Nee, nicht Tauma, Hermetiker, bitte. Hi. So. Jetzt einmal so ein Dart von Nofika Schar. Hui. So, perfekt. Ashcora, nicht wahr? Danke, dass du uns helfen willst. Wie du sicher bereits weißt, solltest du die jungen Dalamuts aus dem toten Akatantara vertreiben. Die jungen Dalamuts sind fanatische Wirrköpfe, die den Weltuntergang verherrlichen. Soweit wir wissen, traten die zuerst gegen Ende der sechsten Ära des Lichts in Erscheinung. Als Mond Dalamut auf Eosea zuraste, sahen sie in ihm ihren Erlöser, der ihren weltlichen Leiden ein gnädiges Ende bereiten und die Welt säubern würde. Du kannst dir vorstellen, wie enttäuscht sie waren, als Dalamut in tausend Stücke zerbarst, bevor er auf Eosea einschlagen konnte. Eigentlich konnte man erwarten, dass sich die Angelegenheit damit erledigt hätte, aber ganz im Gegenteil steigert das den Hass der Kultisten. Die jungen Dalamut sehen sich durch die Helden von Kartenu um ihre Erlösung beraubt und sinnen dafür auf Rache. Ich weiß nicht, was sie im toten Akatantara treiben, aber es ist ganz gewiss nichts Gutes. Bitte vertreibe die Kultisten aus der Grabstätte und schenke den Toten ihrem wohlverdiente Ruhe. So, und unsere zweite Indie ist verfügbar. Ist das geil? Ist das geil oder ist das geil, Leute? Das heißt, wir haben jetzt... Lol, wir haben jetzt auch die Stufensteigerung. Geil, wir haben damit automatisch auch die Stufensteigerung scheinbar freigeschaltet. Das heißt, wir können nachher Stufensteigerung machen. Oh Gott, ist das toll. Ich freue mich da voll drauf. So, wir machen aber erstmal Toten Akatantara. Gucken mal, wie lang es dauert. Okay, 10 Minuten soll es dauern. Ja. In der Zeit würde ich sagen, kümmern wir uns darum, unsere Klassen weiter hoch zu leveln. Während wir in der Warteschlange sind. Es kann sein, dass es schneller geht, es kann aber auch sein, dass es länger dauert. Aber ich würde gerne unseren Gladiator einmal hochleveln. Damit wir vielleicht daher als Tank in die Stufensteigerung kommen. Damit wir den dann halt auch höher haben. Jetzt ist so meine Idee. Das sind jetzt halt so diese Sachen, die wir halt zwischenzeitlich immer mal machen müssen. Ich weiß natürlich nur, dass ich nicht aufs Klo muss. Ich muss gerade mal... Okay, Krieger. Magitek, Axt des Dämons. Okay, das ist ein Skin. Einige haben also Skins dafür. Gott, mir graut schon vor nächster Woche, wenn ich da so viel aufnehmen will. Die Musik hier ist so wunderschön. Stimmt, wir könnten hiermit auch zentrales Tanalan. Warte mal. Wahlloster Mischling. Wir könnten also tatsächlich mit dem hier schon eine Zentrale
Und dann auch die nächsten Dinger machen. Die nächsten Bisjahrum-Dinger. Ja, das wird easy. Nun so. Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, wo müssen wir hin? Ameisen weiß ich, die weiß ich auch. Ich glaube, ich weiß, wo wir überall hin müssen. Zum einen hier runter. Mistfliegen. So. Eins von drei. So, das heißt, jetzt sind nur noch zwei. Wie gesagt, das sind jetzt halt so leider die Nebensachen. Weil in der Zeit kann man dann halt eigentlich auch wunderbar Nebenquests machen. Eigentlich. Wenn wir welche hätten. Gut, eine Quest haben wir. Aber das ist recht unpassend gerade. Wie gesagt, wenn wir in keine reinkommen, müssen wir leider als Heiler rein. Als Heiler findest du halt sofort. Ist der Nachteil daran? Wobei, wahrscheinlich muss ich vorher eh nochmal aufs Klo. Was definitiv der Fall sein wird. Ich kann dann sonst auch gleich einfach so lange pausieren und warten, bis wir reinkommen und leveln derzeit. So, wir haben endlich eine gefunden. Und wir können rein. Das ist perfekt. Ich habe nämlich bis eben noch gelevelt. Also ein Level habe ich beim Tank jetzt noch hingekriegt. Der Rest, ja, müssen wir dann irgendwann anders machen. Jetzt sind wir im Totenecker-Temtara. Ah, die mag ich tatsächlich. Ich habe die echt gerne. Die kann ich irgendwie auch nicht genug laufen. Ist so eine Ja, die habe ich gern. So, dann gucke ich doch mal. Okay, das ist ein erfahrener. Recht unerfahren und recht erfahren. Huch. Huch. Nicht heilen. Heilen sollte ich nicht. Wenn möglich. Heilen sollte ich wirklich nicht. Ich kann zwar heilen, aber ich heile andere. Ich heile mich selbst, nicht andere. Dafür habe ich Mies Moneypenny hier. Muss ich mich immer zurückhalten, wenn ich Hermetiker spiele? Dass ich hier nicht mitteile. Also, ich kann zwar mitteilen, ja. Ich kann auch wiederbeleben. Wenn es ganz eng läuft.
aber ist jetzt nichts, was man unbedingt mitmacht. Den Hermetiker will ich jetzt eigentlich auch nur mit reinnehmen, weil er halt, ich glaube, ab 30 dann halt sich aufsplittet auf Beschwörer und Gelehrter. Huch, das ist der einzige Grund, weswegen ich jetzt den Hermetiker hier mitnehme. Oh, das ist wieder jemand, der das auf 100% machen möchte. Ansonsten hätte ich jetzt halt einfach gesagt, nö, nehmen Weitläufer oder sowas. Weil ich wäre halt wirklich viel lieber mit Weitläufer drin gewesen. Ihr werdet schon merken, welche Klassen ich halt wirklich gerne mitspiele. Das werden dann die Klassen sein, mit denen ich auch freiwillig in Unis gehe. Also noch ist der Hermetiker echt cool und auch easy, finde ich. Wie es später wird, weiß ich noch nicht. Ich weiß gar nicht, welche Klassen. Also mit dem Gladiator werdet ihr bestimmt sehen, dass ich den öfters mal spiele. Der Marodeur, ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Vielleicht, wenn ich mich als Tank besser auskenne. Den Druiden werdet ihr sehen, dass ich ihn öfters nehme. Den Schurken, den Pegnier, den Waldläufer und den Hermetiker wahrscheinlich. So von den Anfangs-Dingern. Faustkämpfer und Taumaturgen wahrscheinlich auch eher weniger. Schurke, mal gucken. Ob die echt sehen, wie es später noch wird. Und von den anderen, da müssen wir erstmal sehen. Den Tänzer später auf jeden Fall noch. Den Tänzer, ich glaube, den kann ich auch recht gut spielen. Mittlerweile. Ich weiß zumindest, wie er funktioniert. Und wir haben gleich unseren ersten Level-Up wieder. Tada! Gut, können eh nicht. Hoch. So, einmal komplett Debuff. Es stimmt, ist sogar ein Faustkämpfer hier. Oh Gott, ich glaube, ich habe Schluck auf. Ach du Scheiße. Der Schluck auf beim Let's Play ist ja richtig mies. Und das war nur ein kleiner Hicks, ich weiß es noch nicht. Für Krieger. Sind in dem Fall ja kein Krieger. Oh. Ja gut. Der hat sich jemand überschätzt. Ich kann es gerne einmal versuchen. Okay. Ja. Und entweder hat der Heiler zu spät geheilt oder... Hätte ich das rechtzeitig gesehen, dass sie es nicht packt, hätte ich mitgeheilt. Ich fände es irgendwie geil, wenn ich damit tanze. Das ist süß. Den Bienenswing, ich will den Bienenswing haben. Alles wartet auf den Heiler.
Heile antwortet mal so gar nicht. Da hätte auch ruhig antworten können. Huch. Wo sagen die mein Karfunkel? Ach ja, ich bin ja gestorben. Oh. Natürlich. Bin ja gestorben. Da macht mein Karfunkel. Oder hatte ich den vorher schon nicht? Ich war der Meinung, ich hätte den vorher schon beschworen, aber egal. Ich weiß nicht, ich glaube, es war etwas zu viel. Wie gesagt, ich bin halt auch kein Meister des Faches. Ich heil mal mit. So. Nicht, dass er wieder down geht. Jetzt geht's wieder. Ich kann ja auch mitteilen. Ich wollte halt auch gerade wiederbeleben, ne? Aber bei mir ist das halt. Bei mir dauert es, glaube ich, länger mit dem Wiederbeleben. Und zudem hat man dann auch noch den Status Schwäche. Kann man hier lang? Ja. Okay, also doch kein 100% Run-Typi. Wie gesagt, man kann halt immer nur spekulieren, warum man da gestorben ist. Wobei manche sind ja wirklich so richtig assi. Aber der Tank ist in Ordnung. Vor allem, wenn man dann halt auch fragt, ey, war es zu viel? Ja, hätte man antworten können. Ach, komm. Aber es ist cool, unsere zweite Inni. Das ist cool. Also wie gesagt, ich glaube, den Hermetiker habe ich ganz gut drauf mittlerweile. Ich finde den Hermetiker halt auch mega cool. Jetzt macht sie es allerdings falsch und hält halt nur durchgehend. Du brauchst gar nicht so viel ein Mädchen. Hat Steinrad sie eben gemacht. Ich wollte gerade sagen, du brauchst nicht so viel heilen. Wenn du stehen bleibst, kann ich dich heilen. Lol, sie heilt halt nicht, ne? Das mache ich jetzt gerade. Sag mal. Jetzt geht's aber ab hier. Das muss ich als Hermetiker schon eingreifen mit Heilen. Ätherstrombalken. Mit der Fähigkeit Energieentzug hat sich dir auch der Ätherstrombalken. Huch. Ätherstrombalken erschlossen. In ihm werden dir die verliehenen Aufladungen von Ätherfluss nun als leuchtende Symbole angezeigt. Okay. Das heißt, wir haben jetzt. Schwäche, du führst einen elementarneutralen.
Angriff aus. Du führst einen magische Attacke. Spontanität. Spontanität kommt einmal nach oben. Die Schwäche kommt auch einmal mit nach oben. Ja, die Schwere, Entschuldigung. Die Schwere. Bis dann eine magische Attacke aus, du versuchst, um du mehr Schaden. Okay. Kann ich das doch mit nach unten packen? Ich glaube, der Heiler ist auch so ein bisschen verpeilt, ne? Wobei, gut, der Heiler ist das erste Mal hier drin. Darf noch mal gucken. Gut. Okay, wahrscheinlich kann die Person kein Englisch. Gut, mein Englisch ist auch wirklich unter aller Sau. Da möchte ich jetzt auch nicht jetzt besser wie drin dastehen. Und zum anderen schätze ich einfach mal halt wirklich, wirklich, wirklich Neuling. Ich gehe jetzt einfach mal so von aus, wie ich tatsächlich als allererstes Mal geheilt habe. Das war ähnlich. Gut, ich habe einmal versehentlich jemanden abnippeln lassen. Aber in dem Fall bin ich froh, dass ich jetzt der Medica drin bin, weil ich kann halt dazwischen greifen. Kann sagen, komm, heile ich kurz. Nur meine Heilung bringt halt nicht viel, ne? Ich kann halt niemanden direkt hochheilen. Ja, aber wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich draußen. So.
Wir müssen uns das natürlich einmal kurz angucken. Hi. So, jetzt da drauf. Bewegt sich auch ein bisschen zu viel, Zeiler. Wobei, ja gut, jetzt geht's. Ich glaube, sie traut sich halt auch nicht großartig viel anderes zu machen. Arme um die Ads kümmern. Jetzt einfach auf den unauffälligen Imp, dann auf ihn wieder. Raus. Hi. Hallo Gruftmilbe. Oh Gott. Aber wir haben es gleich. Jo, wir haben ihn. Sehr schön. Tada! Passen. Passen. Hui! Zweimal wertvollster Spieler. Sehr geil. Zweimal wertvollster Spieler. Ich kann mir auch vorstellen von wem. Ich kann mir ganz ehrlich, ich kann mir lebhaft vorstellen, von wem ich das bekommen habe. Ich gehe mal vom Tank und vom anderen aus. Na gut, ich habe das eine meinem Tank dann abgerettet, davon mal ganz abgesehen. So, ich würde sagen, ich bin einmal hier im Part. Wir sehen uns dann in Gridania wieder, wo wir die Quest abgeben. Und ja, das machen wir. Oh Gott, ich weiß gar nicht mit was für einer Klasse wir das dann beim nächsten Mal machen. Ich meine, wir haben Druide 19, Hermetiker 20. Gut, dass wir nicht mit dem Druiden drin waren. Ich weiß nicht, entweder mit dem Pikenier oder mit dem Weitläufer. Ich schätze mal mit dem Weitläufer gehen. Geben wir die Quest ab. Und ja, ich würde dann sagen, wir sehen uns hier beim nächsten Mal. Ciao!